Video und wir spielen heute eine Runde SimCity. Erstmal stellen wir uns vor. Wir sind der Gaming Willi alias Hector. Ich bin Tammo. Mal ein bisschen deutlicher. Okay, mal ich will nicht deutlicher. Also, hier ist das Startmenü des Spiels. Man muss hier einfach auf Spielen drücken oder man kann seine eigene Stadt fortsetzen. Machen wir aber nicht, wir fangen gerade bei 0 an. Halt auch wählen. Welche Region wir wählen können. Also wir haben schon eine Region ausgewählt und ja, also hier wollen wir gerade nicht weitermachen, sondern wir wollen eine neue Stadt erstellen. Okay, also es gibt hier viele Gebiete zur Auswahl. Flusstal, Coralia, Seelen. Ja. Und hier gibt es halt ganz viele. Aber wir nehmen mal hier viel Wasser ist und hier ist eigentlich alles vorhanden, deswegen würde ich das hier nehmen. Ja, dann können wir das für uns beanspruchen. Okay, beanspruchen. Spiel. Und damit fangen wir an. Also, hier stehen jetzt noch ein paar Tipps zum Spiel. Und ich kann ja auch schon mal die Daten vom Spiel sagen. Das Spiel kostet 10 Euro, weil es ist auch schon 3 Jahre alt. Es ist ab 6 freigegeben, aber ich finde, es sollte eher ab 10 freigegeben werden, weil ich weiß nicht, ob kleine Kinder, die 6 sind, das schon verstehen, weil es schon ein bisschen kompliziert. Und jetzt bauen wir hier erstmal eine Straße. Ihr könnt einfach mit Linksklick eine Straße so rüberziehen und dann, wo ihr wollt, alles da. Ja, und dann können wir hier Straßen bauen. Und wenn man hier auf Gebiete klickt, dann sieht man hier Industriegebiet. Gewerbegebiet und Wohngebiet. Die können wir hier setzen. Lass mal. Okay, dann setzen wir hier mal ein Wohngebiet. Und ja, ich schlag vor, wir beenden das Video erstmal und kommen gleich wieder zurück. Hallo, da sind wir auch schon wieder zu einer neuen, ja, zum zweiten Teil. Ja. Ja, ihr seht, wir haben unsere Stadt jetzt schon auch etwas vergrößert. Hier, das ist unsere Stadt. Die hat ja schon 8000 Einwohner. Also eigentlich fast ziemlich 8000. Gut. Fast 8000. Aber jetzt wollten wir eigentlich was viel Cooleres machen. Wir wollten euch ja nochmal ein paar Katastrophen zeigen. Und das werden wir jetzt auch mal tun. Ja. Wir werden jetzt hier, wir werden als erstes, glaube ich, mal anfangen, die großen Häuser mal kaputt zu machen. Die braucht ja sowieso niemand. Ja. Da kann man es einfach kaputt machen. Mit den Meteoriten einschlägen, da geht's am schnellsten. Da bringt's richtig viel Spaß. Und da geht schon das erste Haus da. Jetzt setzen wir mal ein Erdbeben. Erdbeben, sicher? Ja, aber genau in die Mitte der Stadt. Damit auch. Da, meine Stromversorgung weg, die braucht ja auch niemand. Ja, also, ja. Echt. Ja. Wir wollen hier in diesem Video auch versuchen, so schnell wie möglich auf 0 Einwohner zu kommen. Ja. Und dabei nur Katastrophen einzusetzen. Aber das müssen wir jetzt wirklich uns beeilen, weil... Zwei Minuten. Also die Stromversorgung ist schon mal weg. Ja. Okay, es wird sehr schwierig werden, deswegen werden wir ein bisschen mit Planieren nachhelfen. Ja. Also am besten ist es, Straßen einfach zu planieren. Weil die Häuser dann haben auch keine Straßenverbindung. Guckt euch mal das an. Dann sind sie auch nicht mehr einsatzbereit. So, geil mal. So, reicht. Die ganze Straße wird abgerissen. Abrasiert und neben ihr gehen auch die ganzen Häuser im Grund und Boden. Ja. Ja, das ist schon ganz lustig. Natürlich mehr Spaß hiermit. Ja. Setzen wir einfach nochmal auf ein großes Holz. Ich zeig dir nochmal Godzilla gleich. Nein, okay, Godzilla ist scheiße. Godzilla ist eine riesige Das war ihr. Ihr seht schon, wie viele Probleme wir jetzt schon in der Stadt haben. Also unten in der Leiste. Alles, alles was gelb ist. Ja. So, dann reißen wir noch ein bisschen ab. Ja, unsere Zeit ist auch gleich zu Ende, das ist schlecht. Aber vielleicht noch einmal. Ein Tornado, oder? Ein Tornado, oder? Nö. Abreißen bringt auch sehr viel Spaß. Ein Tornado auch. Wir können ja abreißen und Kombo mit Tornado machen, das ist am besten.
Was sagst du da, Gaming Malik? So. So. Abrasiert. So. Alles klar. Easy, Alter. Also ihr seht schon, es kann auch mal richtig Spaß machen, Straßen abzuplanieren, was man dann leider im echten Leben nicht machen kann. Was sage ich leider, aber trotzdem. Aber wenn ihr euch das Spiel auch kaufen könnt, wollt. Das haben wir schon gesagt. Ja, ja, es kostet aber 10 Euro. Es kostet 10 Euro. Und haben wir schon gesagt. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da in der Bewertung. In der Bewertung. Übrigens, das Spiel kommt vom Spielemacher EA. Und der das haben wir auch schon gesagt. Ciao! Ja, ja, ich wollte auch nur noch mal. Und wir werden nicht dafür bezahlt, dass wir es jetzt sagen. Ja, doch, vielleicht. Ich werde jetzt damit das Video.